Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kreins hat schon darauf hingewiesen, vor 14 Tagen haben wir hier eine Debatte geführt und da ging es um die Nachtfrachtflüge, wie es so schön hieß. Also im Fakt um zwei Postflüge, die jede Nacht nach Tegel kommen. Und es war eine leidenschaftliche Debatte von Seiten der Koalition, wo immer wieder auf die 300.000 Menschen in Reinickendorf, Spandau und Pankow hingewiesen wurde, die unter dem zunehmenden Fluglärm in Tegel leiden, der im Übrigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch tagsüber stattfindet. Und ein Zitat aus der Debatte ist es mir wert, hier heute noch mal wortwörtlich eingebracht zu werden. Gesagt hat es der Kollege Friederizzi, der hat ja nach mir dann auch noch Gelegenheit. Und er sagte, Ziel der Koalition in Berlin ist, den Luftverkehr und auch den Lärm gerecht zu verteilen. Und das wird auch so bleiben, sagte er. Nun haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, über diese Entgelte die Möglichkeit, tatsächlich den Luftverkehr und auch die Lärmverteilung zu steuern. Und es ist gesagt worden, wenn man sich die Entgeltordnung für die Berliner Flughäfen anguckt, fällt auf, es gibt da verkehrsfördernde Konditionen. Und da gibt es zuerst den Destinationenförderbetrag und dann einen Volumenförderbetrag. Herr Kreins hat Ihnen die Zahlen hier alle wunderbar vorgetragen. Aber beim Destinationsförderbetrag stellt sich schon die Frage. Man wird gefördert, wenn man eine neue Destination ab Berlin eröffnet, die zweimal die Woche bedient wird. Zu den Konditionen, die vorgetragen wurden, im ersten Jahr 80%, im zweiten Jahr 50%, im dritten Jahr 20%. Das heißt, wenn ich jetzt eine Verbindung nach Münster-Osnabrück, die gibt es nämlich nicht, eröffnen würde, würde ich gefördert werden. Das ist verkehrspolitisch völliger Unsinn. Nach Münster oder Osnabrück kann man besser mit dem Zug fahren. Das ist auch umweltpolitisch besser und kostet. Also ich finde, diese Destination zu fördern, macht verkehrspolitisch keinen Sinn und das ist tatsächlich zu hinterfragen. Der zweite Punkt, der Volumenförderbetrag, ist angesprochen worden. Und ja, wir haben einen Unterschied zwischen Schönefeld und Tegel. Aber ich finde, wenn tatsächlich wir dafür sorgen wollen, den Luftverkehr und den Lärm in Berlin gerecht zu verteilen, dann muss der Volumenförderbetrag für Tegel fallen. Auch wenn er weniger ist, wir müssen dann gucken, dass dort auch weniger Flugverkehr stattfindet. Und dann muss man ihn für Tegel streichen. Letztens, meine Damen und Herren von der Koalition, dieser Antrag und die Debatte wären überflüssig, wenn BER endlich fertig wäre. Aber da es im Moment nur eine Kreativität bei der Sprache gibt und weniger bei Problemlösungen und wir im Moment nur noch über Fertigstellungsterminzonen reden und nicht mehr über einen Eröffnungstermin, finde ich, nutzen Sie die Chance, die durch den Antrag hier besteht, um Ihr Ziel, ich wiederhole es nochmal, die gerechte Verteilung des Luftverkehrs und des Lärms dafür zu sorgen. Nutzen Sie die Chance hier durch Zustimmung zum Antrag. Vielen Dank.